Ja, letzte Folge haben wir das Geld auf den Kopf gehauen. Ich muss schauen, was wir jetzt als nächstes machen. Ich habe dann so drüber nachgedacht, dass wir vielleicht mal schauen, wo wir vielleicht die eine oder andere Buslinie noch machen können und irgendwelche Städtchen noch anbinden können. Ne? Das würde ich sagen, machen wir in dieser Folge. Recht herzlich willkommen, sage ich euch, und nach dem Logo schauen wir da rein. So, wo haben wir denn? Hier war, ist das ein Personenzug da unten? Ich glaube ja, ne? Ne, das ist ein Güterzug. Hier fahren noch keine Personenzüge, glaube. Hier waren Personenzüge. Das war unser letztes, was wir gemacht haben. Aber hier fährt auch ein Bus in dem Städtchen, oder? Ja. Haben wir was Näheres da noch? Also hier müsste ja auch ein Bus starten. Ja, da fährt auch ein Bus. Aber hier ist Endbahnhof. Das würde bedeuten, aber hier fahren tatsächlich schon Busse lang, ne? Straßenfahrzeug 10, sind nur 12 drauf. Okay. Bofzen. Gibt es eine Haltestelle, aber sonst keine Haltestelle. Die Abdeckung, ja, ist schon ziemlich gut, ne? Da sind hier so ein paar Randgebiete nur. Ne, da machen wir das nicht. Dörren, so ähnlich, ne? Wie sieht's hier aus? Hier sind auch schon mehrere Sachen. Das ist aber auch schon erschlossen, auf Deutsch gesagt. Hier haben wir auch schon erschlossen sogar. Ja, da links ist auch noch eine Haltestelle 3. Hey, selbst hier hinten sind wir schon gewesen. Ich habe gedacht, wir hätten noch nicht alle Städtchen. Haben wir bestimmt noch nicht, weil es gibt ja noch genug. Da kann man hier selbst hier Klesten. Hier. Ich dachte, wir hätten noch alle Orte nicht erschlossen. Aber so wie es aussieht, sind hier alle Orte erschlossen? Ich finde doch bestimmt noch einen, der nicht erschlossen ist, oder? Bofzen hatten wir auch schon. Und hier. Hier fahren sie auch. Hier fahren sie auch. Da fahren sie auch. Hier ist auch. Ich merke, ist auch schon eine Bushaltestelle. Haben wir tatsächlich in allen Städten Buslinien schon? Jetzt nicht mitgerechnet. Okay. Also müsste man mal eher gucken, wie die Städte wachsen und ob da noch was nicht abgedeckt ist. Hier gibt es eine Ecke, die nicht abgedeckt ist. Bei den Geschäftsgebäuden, ne? Das ist da, das ist da. Diese hier haben keine Abdeckung. Güterbedarf haben die da auch nur. Ja, vielleicht sollen wir uns auch um den Güterbedarf mal kümmern. Hier liegen ja 49 Päckchen. Wo werden die denn? Ja, die werden hier drüben hingebracht, ne? Das ist ja dieser LKW wahrscheinlich, ne? Der hat auch 32 geladen. Da fährt der nächste, Linie 57, aber der hat keine geladen. Wo fährt er denn jetzt hin? Ich wollte gerade sagen, der muss anders fahren, weil wenn er hier lang gefahren wäre, dann hätte was nicht gepasst. Gut, aber hier werden ja auch Güter gebraucht dann, ne, oder? Versorgung mit Zahnrädern. Ach so, Päckchen, warte mal, warte mal, warte mal. Päckchen werden hier gebraucht, ne? Ja, da steht da ja auch drauf. Da werden keine Päckchen gebraucht. Das heißt, man müsste gucken, wo erstmal Päckchen gebraucht werden, damit man die da hinbringen kann, wenn. Hier in Neuendorf bei Nimiek. Da werden Päckchen gebraucht. Das ist da abgedeckt. Kann man das irgendwo anzeigen lassen? Cospo da. Ja, das wäre zum Beispiel eine. Und die genauso. Von beiden sogar. Gab's hier nicht so eine Übersicht, was die brauchen? Dass man das genau sieht an den Städtchen. Das war doch hier irgendwo. Städteliste, vielleicht geht's darüber. Minden braucht 73 Päckchen.
Ziele. Nee. Das ist jetzt die Frage, wie ging das noch? Fahren mit dem Auto. Das ist schlecht, ne? Nee, ich will das ja gar nicht zur Warenfabrik. Ich will ja hier in diesem Örtchen bleiben. Und will angezeigt kriegen, wo die Pakete sind und so. Ich weiß, dass das gab. War das, wenn ich eine Haltestelle baue? Nee. Doch, da sieht man es jetzt. Da sind die Ziegel. Ziegel haben wir noch gar nicht, glaube. Da können wir uns auch drum kümmern. Wenn es denn Ziegel sind. Aber hier. Dreh das Ding mal. Ich das jetzt hier so reinbaue, aber das bringt mir hier nur was. Da ist keine Anbindung dann mehr. Das würde hier auf jeden Fall reichen für die Fahrzeuge da. Ich glaube, das machen wir mal, ne? Und dann lassen wir mal einen LKW da von da unten dahin fahren. Oberkospa, das ist eine Umladestation, ne? Die wollte ich jetzt nicht haben. Ich wollte jetzt von hier, Dörren West, wollte ich darüber fahren und dafür brauche ich ein Depot, welches hier ist. Fahrzeug kaufen. Wir haben 22 Millionen, das heißt, wir können uns jetzt Cargo leisten. Wir können ja auch hier das Cargo entsprechend auspacken, auswählen, Wagen. Das ist der LKW. Dann würde ich hier einen zweiten noch kaufen wollen. Und das gibt eine neue Linie. Und zwar von da nach da. Und dann fährt er schon, ne? Dann sollten da Pakete hinkommen. Dauert eine Weile, aber wird werden. Aber die Ziegel, sehe ich gerade, werden hier produziert, ne? Wollen doch mit den Baumaterialfirma. Oder Fabrik. Lieferanten. Sind da oder? Da, okay, das ist weit weg. Das wäre nicht so weit weg, aber am Ende doch sehr weit weg, da hinten hin. Abnehmer. Es gibt tatsächlich nur zwei Abnehmer, aber dieser Abnehmer ist viel näher. Müsste man hier nur eine Straße rüber bauen. Und das geht ja, ne? Sieht einfach aus. Nee, das war da falsch. Doch, da richtig, da ist richtig. Würde ich jetzt mal ganz einfach das hier so anfangen und da einfach rüberziehen wollen. Okay, das machen wir jetzt nicht. Mit Brücke ist doof. So sieht das so ganz nett aus, oder? Machen wir so. So, und dann müssen wir hier ein Gebäude bauen. Das hier. Machen wir da hin. Und darüber machen wir auch eins. Passt. Gut, haben wir, dann brauchen wir einen LKW. Da ist kein Depot. Wo ist ein Depot für LKWs? Hier unten wäre eins. Kann der da hinfahren, ist die Frage.
Nee, das haben wir gebaut an einer falschen, also an der falschen Stelle nicht, sondern das haben wir gebaut, aber nicht an der Stelle, wo man da hinfahren könnte. Hier muss ja was sein, weil da sind ja Busse. Ja, doch, da geht's auch lang. Das ist ein Warndepot. Wo ist hier ein Busdepot? Das müsste gehen, ne? Fahrzeug kaufen, Cargo ist klar, aber wir brauchen Steine. Ich glaube, der Kipper war mit 38 der Beste, ne? Ja. Kann der noch mehr? Der kann alle Güter transportieren, der nicht. Aber wir nehmen den. Und nochmal 4. Kaufen wir alle. Neue Linie. Wo war das jetzt? Ob ich die neue Straße gebaut hier? Nee. Hier habe ich sie gebaut. Das heißt, von da sollen die nach da fahren. Fast. So, das haben wir und die fertigen Steine. Nee, da muss ich hin. Lieferanten haben wir, Abnehmer brauchen wir dann noch. Cospo da. Eibenstock auch. Nee. Kittermaß Mühle, da können wir hin. Kittermaß Mühle hat aber noch keinen LKW-Ablieferung, ne? Achso, warte, da musste ich wieder so und so und dann sehe ich, wo sie hin müssen. Oh, hier ganz viel. Uiuiui, da muss ich tatsächlich was abreißen, um das da hinzubauen, oder? So würde ich na, auch nicht alles erreichen. Auch nicht alles. Ich glaube, hier wäre gut. Ist dahin wo? Sind die da nicht dabei? Doch, die sind dabei, wenn ich das so mache. Da sind sie auch bei, oder? Wenn ich es hier irgendwo hin machen würde, wären die hier unten nicht dabei. Das kostet mich 600.000. Auch nicht möglich. Fünf Gebäude werden entfernt. Sieben. Wenn ich hier baue, werden noch mehr entfernt. Sechs Gebäude werden entfernt. Ja, dann machen wir das hier, wo die fünf sind, ne? War schon toll, aber hier vier Gebäude entfernen. Zack, machen wir. So, dann ist da Anlieferung. Das bedeutet, Kettemers Mühle haben wir erledigt. Wir brauchen ein Depot. Ist hier keins? Ja, wo ist denn jetzt hier im Depot? Hinten ist eins. Lass uns gerade die Steine auswählen. Beziehungsweise Baum. Ach, guck mal, mit dem Rungenwagen kann man auch Baumaterialien durch die Gegend bringen.
tatsächlich. Ja, das ist schon komisch, ne? 100 km/h. Ja, das ist tatsächlich der Rungenwagen sogar derjenige, der am schnellsten das dahin bringt. Und da steht Baumaterial, okay. Ja, dann würde ich zwei erkaufen wollen. Wir machen eine neue Linie von da nach da. Weg zur Halde kann nicht gefunden werden. Aha. So, der kann hier lang fahren, der kann da lang fahren, kann hier lang fahren. Was hat nicht geklappt? Das hat doch geklappt, ne? Ach, der Weg kann nicht gefunden werden, weil vielleicht vom Depot dann doch nicht. Wo hatte ich denn jetzt gekauft? Hier, ne? Ja, schade. Gut, dann müssen wir da halt noch eine Straße bauen. Hat anders keinen Sinn. Das ist eine Landstraße hier, ne? Kostet mich zwar gerade was, aber egal. So, ich hoffe, der LKW kann jetzt fahren. Linie 65 ist das, ne? Wo fahren die lang? Kann ich das sehen? Also ja, wenn ich hier hochgehe, sehe ich das. Ja, passt. Gut. Dann haben wir das auch angeschlossen. Dann geht's erstmal, ne? Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier jetzt einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, welches nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.